Ey yo, check the flow. Von der Party bring ich. Check out the Party Boy aus Grünlich. Dieses Video ist nur für dich, denn ich mach dich glücklich. Wow, danke Paul. Damit kann ich meine Freundinnen jetzt richtig eifersüchtig machen. Kein Problem, Puppe. Ciao und viel Glück heute. Ciao. Hey Franzke, sag mal, wen willst du noch mit so einer billigen Nummer wie gerade noch beeindrucken, ne? Weißt du, Demir, normalerweise gebe ich mir mit zwei Platzieren gar nicht ab. Ey, Mann, ich bin der Partyboy aus Deutschland und nicht du, Mann. Hey, checkst du es immer noch nicht, dass deine Party endgültig vorbei ist? Vor allem jetzt mit deinem krassen Gritz auf deinem Rücken. Du hattest deine 5 Minuten Ruhm, Alter. Viel mehr reicht dein Style eh nicht aus. Wie meinst du das? Mein Style ist der beste. Dein Style? Du hast doch gar keinen Style, Mann. Das ist das Problem. Und die Moves, die du in der Disse bringst, sind echt peinlich. Hör auf damit, Mann. Wie jetzt? Wie jetzt? Hör auf. Pass auf jetzt. Du tanzt ungefähr so wie ein Rumpelstilchen auf Koks. Echt peinlich bist du, Mann, ey. Ja, die Fresse und verpiss dich, Mann. Ah, papala, papala, ey. Christina Frost, geboren 23. April 1990 in Stuttgart, wohnhaft in Stuttgart, ledig Schülerin. Die Angeklagte ist ein großer Fan von Paul Franzke, der bei einem lokalen Disco-Wettbewerb zum Partyboy gewählt wurde und seitdem im Raum Stuttgart von Diskothek zu Diskothek tingelt. Am Abend des 12.09.2009 war die Angeklagte auf einer Schaumparty in der Stadthalle von Grünich, wo Paul Franzke auftrat. Dort kam die 19-Jährige ihrem Idol näher und zog sich mit diesem in dessen VW-Bus zurück, wo es zum Geschlechtsverkehr kam. Nach dem Sex eröffnete Paul Franzke der Angeklagten, dass er an einer Beziehung nicht interessiert sei, sondern nur mit ihr schlafen wollte. Die Angeklagte, für die eine ganze Welt zusammenbrach, verließ daraufhin heulend den VW-Bus. Gegen 23.35 Uhr kehrte sie zurück, fesselte dem stark alkoholisierten und inzwischen schlafenden Paul Franzke die Hände auf den Rücken und knebelte ihm den Mund. Dann ritzte sie ihrem Opfer mit der Spitze eines Messers die Worte: Tripper und Herpes bring ich, pass auf beim Partyboy von Grünich, auf den Rücken und flüchtete. Paul Franzke wurde erst nach einer halben Stunde gefunden und befreit. Die Angeklagte wird somit der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung beschuldigt, strafbar gemäß § 223. Frau Forst, Sie haben die Anklage gehört, wollen sich dazu äußern? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dem Paul auf jeden Fall nichts in den Rücken eingeritzt. Keine Ahnung, welcher Vollpfosten das gemacht hat, aber ich war es auf jeden Fall nicht. Erzählen Sie doch mal, wie dieser Abend des 12. September aus Ihrer Sicht gelaufen ist. Ja, also ich bin mit dem Zug von Stuttgart nach Grünich gefahren, weil Paul, der Partyboy, da einen Auftritt auf so einer Schaumparty hatte. Haben Sie den Paul Franzke zu dem Zeitpunkt persönlich schon gekannt? Nein, also nur aus dem Fernsehen und aus der Zeitung und von ein paar Partys, wo ich ihn mal gesehen habe. Aber auf der Schaumparty haben wir auf jeden Fall das erste Mal miteinander geredet. Und ich sag Ihnen, so ein Reinfall, ey. Der hat so eine Scheiße gelabert und der war so dumm und beschränkt. Also so ein Abturner. Ja gut, ich meine, wenn Sie da so enttäuscht waren von so einem Abturner, wie Sie sagen, dann werden Sie wahrscheinlich schnell wieder verzogen haben, oder? Nein. Warum nicht? Ja, also ich war schon ziemlich betrunken an dem Abend und dann war mir das auch ziemlich egal, was er so geredet hat und er hat mich gefragt, ob ich seinen VW-Bus da auf dem Parkplatz sehen möchte und ich habe natürlich gewusst, was er eigentlich wollte und habe halt ja gesagt. Schon seltsam, oder, Frau Forst? Jedenfalls, den Sex mit ihm hätte ich mir echt sparen können, also das war auch so eine Lachnummer, so grottenschlecht. Ich war echt froh, als ich wieder aus diesem Bus raus war. Und wo sind Sie dann hin? Also ich bin dann erstmal zurück zu der Bar und habe mir noch 2 Kurze gegönnt und dann bin ich zur Jugendherberge. Da hatte ich ein Zimmer gebucht und das war auch nicht so weit. Und hat Sie jemand gesehen, als Sie da Richtung Jugendherberge gegangen sind? Nein, nein, weil da bin ich so einen Schleichweg über ein Feld gegangen und dann bin ich direkt zur Jugendherberge und habe mich auch hingelegt. Gut, macht für mich aber keinen Sinn. Ne? Sie sagen, dieser Partyboy war die große Enttäuschung und dann haben Sie trotzdem Sex mit ihm. Ja und? Ja, und Sie haben eben für ihn geschwärmt. Ich meine, noch vor diesem tollen Zusammenkommen, sprich, bis es zu dem Sex kam, sind Sie ihm ja auch schon gefolgt auf Schritt und Tritt. Ne? Ich meine, Sie sind ihm nachgereist, haben dafür ein Heidengeld ausgegeben, sind extra arbeiten gegangen in der Drogerie. Warum? Weil Sie Geld brauchten für die ganzen Reisen, für die ganzen Übernachtungen in Hostels und Jugendherbergen. Und warum? Weil Sie immer auch auf den Partys sein wollten, wo sich Paul Franzke aufgehalten hat. Ja, das war ein Vorhalt. Stimmt das so, Frau Forst? Ja, ich weiß auch nicht, was ich damals für einen Film geschoben habe. Aber jetzt bin ich jedenfalls wieder klar im Kopf. Das war gut so, Schnecke. Hey, wer sind Sie da hinten, bitte? Ich heiße Hakan Demir. Ich bin da eigentlich der wahre Partyboy, aber ich bin bei dem Contest nur Zweiter geworden, ja? Ja, und Sie werden es nicht glauben, darum geht's heute gar nicht, oder? Aber mit mir hättest du auf jeden Fall den besseren Fang gemacht, Süße. Ja, das glaube ich auch langsam. Darum geht's erst recht nicht. Ja, Sie können gern zuschauen bei der Verhandlung, aber keine Zwischenrufe, bitte.
dachten Sie vor allem am Tatabend, Sie hätten da den besten Fang gemacht. Sie waren noch hin und weg gewesen. Endlich konnten Sie den Partyboy Nummer 1 kennenlernen. Und nur deswegen sind Sie doch mit ihm bereitwillig in den VW-Bus gegangen und haben mit ihm letztlich geschlafen, oder, Frau Forst? Ich hab doch schon gesagt, es war nicht gerade der beste Sex meines Lebens, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ach, wissen Sie, verschonen Sie doch mit diesem langweiligen Spielchen, ganz ehrlich jetzt, ne? Ich meine, Sie waren im siebten Himmel gewesen, egal welche Handzeichen Sie jetzt hier machen, Sie waren im siebten Himmel, Sie waren verknallt, Sie waren glücklich und alles das zusammen. Und dann werden Sie auf den Boden der Tatsachen gebracht, werden abserviert, ne? Werden fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, da rächen Sie Kartoffeln und dann rächen Sie sich. Holen Sie ein Küchenmesser, ein Obstmesser und ritzen ihm in den Rücken. Tripper und Herpes bringe ich, pass auf, beim Partyboy von Grünig. So ist es doch gelaufen, Frau Forst, nur so. Ja, das war irgendjemand anders, ganz ehrlich, ey. Schauen Sie sich den noch mal an, ey, der labert so viel Scheiße den ganzen Tag, dem will jeder Zweite was auf die Fresse geben. Da hat meine Mandantin allerdings recht, Herr Staatsanwalt. Und ich verstehe auch nicht, warum Sie sich unbedingt auf meine Mandantin alleine als die Täterin eingeschossen haben. Ich habe hier zur Veranschaulichung auch ein paar Bilder mitgebracht. Allen voran ein möglicher Täter Hakan Demir, der Zweitplatzierte von dem Partyboy-Wettbewerb. Das ist der junge Herr, der sich eben schon bemerkbar gemacht hat. Herr Demir, Sie hatten doch allen Grund, eifersüchtig, ja? Und neidisch auf Herrn Franzke zu sein. Sie haben Platz 2 belegt und damit geht der Erfolg, der Ruhm, die Karriere und auch der Erfolg bei Frauen an Herrn Franzke. Die Liste lässt sich dann fortsetzen mit Platz 3 und Platz 4 des Wettbewerbes. Da haben wir einmal Manuel Königshausen und Christian Quast. Ja, und Platz 5, die Herren Platz sind leider 6, Platz 7, heute nicht was ist hier. Denn mit denen? Und Platz 8 und Platz 9? Um die geht's gar nicht. Um die geht's dann nicht, ja? Nein. Und warum haben Sie nicht beantragt, dass die als Zeugen hier geladen werden? Warum lassen Sie ihn im Publikum sitzen, wenn Sie so überzeugt davon sind, dass das die Täter gewesen sein sollen? Herr Staatsanwalt, das ist nicht meine Aufgabe, den wahren Täter zu ermitteln. Das ist Ihr Ressort. Also, Sie können doch Beweisanträge meine stellen. Meine Aufgabe ist es, hier mal aufzuzeigen, dass es erhebliche Zweifel gibt, dass meine Mandantin die Alleinige ist, die ein Tatmotiv hat und als mögliche Täterin in Betracht kommt. Ja? Da gibt es noch eine Reihe von anderen Tätern und auch Täterinnen. Und über die Frauen werde ich nachher noch Näheres ausführen. Große Zweifel geschürt. Ich bin mal gespannt, weil bloß mit irgendwelchen Bildern hier hinzappen, damit ist es eigentlich nicht getan, Frau Verteidigerin. Gibt es noch Fragen an die Angeklagte? Die treten in die Beweisaufnahme ein. Paul Franzke bitte und Sie setzen sich bitte zu Ihrer Frau Verteidigerin. Herr Franzke, guten Tag. Hi. Ja. Vorne gehen. Hier sind wir. Herr Franzke, ist natürlich schwierig zu sehen, wo die Musik spielt, wenn man so eine Sonnenbrille aufhat. He? Geht schon. Soll heißen, es wäre mir recht, wenn Sie sie bitte absetzen, dass ich Ihnen in die Augen schauen kann. Also, jetzt belehre ich Sie zunächst, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ist klar. Sie heißen Paul Franzke, 21 Jahre alt, Sie wohnen in Grünig, Sie sind ledig. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Partyboy. Ja, soweit ich weiß, ist Partyboy aber nicht unbedingt ein Beruf, oder? Das ist meine Berufung. Mein Motto lautet ja auch: Fun und Party bring ich. Check out the Partyboy aus Grünig. Und was macht dann so ein Partyboy? Na, Party eben. Ich fahr rum und sorge für Fun und Action. Auf jeder Fete, in jeder Disco in Germany. Ey Mann, und dabei sehe ich auch noch verflucht geil aus. Alter, du bist so peinlich. Herr Staatsanwalt, ich glaube, wir haben irgendwas falsch gemacht. Hätten wir gewusst, dass man mit Party Geld verdienen kann, hätten wir auf unser Studium verzichten können, oder? Allerdings. Haben Sie denn noch irgendwas Vernünftiges gelernt? Vorher, ja, vor der Schule und Rund haben wir nichts mehr gehabt. Also nichts gelernt. Verwandt, verschwägert mit Angeklagten sind Sie nicht. Mit der? Die habe ich jetzt kennengelernt, als sie mich massakriert hat in der Abend. Ich habe dir nichts getan, ja? Du hast mir nichts getan? Und wie nennst du das hier? Hier, schau dir das mal an, wie nennst ja, du das? Zeigen Sie das können wir direkt in Augenschein nehmen, die Verletzungen des Zeugen. Gut, da haben wir das auch gesehen. Dürfen sich wieder anziehen. Ob die Angeklagte das war, das wollen wir heute mal erst klären. Ja, dann klären wir das mal. Herr Franzki! Scheint wohl nicht jeder von dir begeistert Moment, zu sein. Ich halt die Schnauze, Demir! Hallo, ich habe doch gesagt, Sie sollen nicht dazwischen reden, oder? Ja. Und Sie achten ein bisschen mal auf Ihre Wortwahl. Sorry, aber auf den würde ich sowieso nicht hören. Weil der hat nur den zweiten Platz beim Party-Contest gemacht. Ist halt nicht jeder zum Sieger geboren, ne? Und seitdem heult er sich jede Nacht in den Schlaf und nervt mich. Jetzt lassen wir doch diesen Party-Contest einfach mal weg. Ja? Jetzt kommen wir mal zu der Schaumparty, die am 12. September war. Was ist da passiert? Endgeil, Samstag, die fetteste Schaumparty bei uns in Grünig. Das Mega-Event. Da darf ich natürlich nicht fehlen. Ey, an den ganzen Wänden waren überall Plakate von mir gepflastert. Weil ich bringe überall Stimme und Niveau auf jeder Party. Ey, ich verstehe echt nicht, wie ich dich mal geil finden konnte. Tja, da konntest du es noch. Hey, ich habe ihr nur Hallo gesagt und sie wurde schon feucht. Herr Franzke, ich hätte gerne in meinem Sitzungssaal hier ein etwas anderes Niveau, wie Sie so schön sagen. Hm? Wäre das machbar?
Ja, sag ich das mal so. Hey, die war so scharf wie eine Peperoni auf mich. Ach komm, ey, ich hab doch gemerkt, wie dumm du bist, als wir das erste Mal miteinander geredet haben. Wann haben Sie denn mit ihm das erste Mal geredet an dem Abend, Frau Forst? Gegen 9. Und da haben Sie gemerkt, dass er wie ist? Ja, total behämmert. Ah. Dumm, guck mich an. Das ist komisch, ne? Wir haben dann Videos und Videoclip, da sind Sie drauf zu sehen. Und dieses Video wurde eine Stunde nach diesem Gespräch in etwa gedreht, und zwar um 22.18 Uhr. Und dieses Video, das wurde ja da auf der Schaumparty als Werbefilmchen für den Veranstalter gedreht und auch für den Herrn Franzke. Das hat der Veranstalter ja auch schon ins Internet gesetzt, deswegen brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, wenn man das hier vorspielt. Es ergeht folgender Beschluss, das Video wird abgespielt und damit in Augenschein genommen. Ey, Mann, heute ist voll die fette Party. Aber nur, weil ich hier bin. Cheers, Digga. Heute lasse ich so richtig die Sau raus. Partyboy in the house. Check it, yeah. Und nachher ein endgeiles Red T-Shirt Contest mit den heißesten Bräuten aus der Stadt. So wie Tina. Komm mal her. Ey, pass auf meine Haare auf. Also, wenn ihr die heißesten Bräute sehen wollt, kommt zur Schaumparty nach Grünig. Also, check it. Die Frage, wer dieses Mädel da ist, das sich so liebevoll an den Partyboy ankuschelt, so nett lächelt. Na, Sie waren das, Frau Forst, nachdem Sie festgestellt haben wollten, dass er, wie Sie sagen, behämmert oder bescheuert oder sonst was gewesen sein soll. Passt doch nicht ganz zusammen, oder? Wenn wir uns da Ihr Verhalten anschauen. Von wegen. Die war so happy, dass sie nur in meiner Nähe sein konnte. Sie haben doch gesehen, wie fröhlich die war. Sonst wäre ich nach 10 Minuten in meinen Bus gegangen. Ach komm, ey, das lag doch nur im Alkohol. Außerdem wollte ich sehen, ob du wenigstens im Bett was zu bieten hast, was nicht der Fall ist. Jetzt weiß ich auch, wieso du immer so rumposen musst. Wer nichts in der Hose hat, der muss das halt... Frau Forst, bitte, jetzt halten Sie sich mal mit solchen Bemerkungen hier zurück. Also, Sie sind zusammen zum Bus gegangen. Ach, wir sind eher hängen getorkelt, weil ich war sowieso völlig dicht. Und als wir dann da waren, da haben wir es richtig krachen lassen. Wir haben auch eine kleine Nummer geschoben. Und als ich dann fertig war, macht die Alte voll ein auf Romantik. Allein, wann sehen wir uns wieder? Dann sagte ich zu ihr, hey Baby, du siehst mich doch jetzt. Du weißt doch, der Partyboy ist für alle da. Und dass sie sich gleich abschminken soll, dass da mehr läuft. Und wie hat die Angeklagte dann darauf reagiert? Ey, Mann, die hat so geheult wie so eine Hyäne. Und mir die Ohren vollgesetzt. Oh, ich liebe dich doch. Sag mal, geht's noch? Der ganze Abend mit dir war so erbärmlich, dass ich froh war, als ich aus dem Bus raus war. Ey, da habe ich mich ganz schnell entliebt. So ein Schiss, so ein Shit. Mann, ich hatte Angst, dass du mir den Bus überflutest mit deinen Tränen. Und? Haben sie sie rausgeworfen? Mann, ich hab sie nicht nur rausgeworfen, ich hab sie rausgeschmissen. Und, wie hat sie das gegangen? Und sie guckte mich an, heulte immer noch und sagte, oh, du blödes Arschloch. Ey, und ist dann gegangen. Ey, das stimmt so überhaupt nicht. Ich bin freiwillig aus dem Bus gegangen. Und danach bin ich in die Bar und musste erstmal einen Schnaps trinken, um drüber hinwegzukommen, dass mein Traumpartyboy so eine Flasche ist. Und danach bin ich in die Jugendherberge. Ach Quatsch, Mann. Du bist wieder zurückgekommen. Haben Sie bemerkt, dass die Angeklagte zurückgekommen ist? Ja, bemerkt habe ich gar nichts. Ich habe ja sowieso geschlafen auf der Britsche. Und ich bin nachher nur noch aufgewacht und hatte höllische Schmerzen auf dem Rücken. Und mein Kopf war in meiner Decke verstülpt. Ey, und ich lag mit dem Bauch auf dem Boden, meine Hände gefesselt, mit Handschellen. Welche Handschellen? Ja, die ich so als Liebesteil in meinem Bus habe. Mhm. Waren Sie auch an Beinen gefesselt? Nein, auf dem Bein saß natürlich, da saß sie irgendwie drauf. Sie sagen irgendjemand, Herr Franzke. Kann ich das so verstehen, dass Sie die Person gar nicht erkannt haben? Nee, das nicht. Mhm. Aber? Ja, hatten Sie denn keine Chance, sich da zu befreien? Nee, also wie gesagt, ich habe versucht, mich loszureißen. Aber ich war so besoffen, dass ich da gar nichts machen konnte. Und ich habe nur noch die Ritze auf dem Rücken gespürt. Ey Mann, das hat so gezwiebelt. Ich war froh, dass die Person irgendwann gegangen ist. Ich habe erst medizinische Gutachten, das verlese ich bei der Gelegenheit. Und demnach ist Ihnen mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich mit einem Messer, der Satz Tripper und Herpes bringe ich, pass auf beim Party, Boy von Grünig in den Rücken geritzt worden. Die meisten Buchstaben wurden, so schreiben die Ärzte, zum Glück nur relativ oberflächlich eingeritzt, sodass es zu keinerlei schwerwiegenden Verletzungen kam. Einige der Schnitte werden aber eine längere Verheilungszeit brauchen. Ja, Narben werden also nicht zurückbleiben. Die Tatwaffe, die ist bis heute nicht gefunden worden. Hey, guck dir diesen Shit an. Guck dir, was du gemacht hast. Ja, sie haben es ja schon gezeigt. So darf ich jetzt 3 Monate rumlaufen, oder wie? Ey, ich würde dir auch gerne was ins Hirn ritzen, und zwar, was ich mit der Sache nicht zu tun habe. Also, kapier bitte das schön, endlich. Ja. Frau Forst, vielleicht können Sie uns mal was ganz anderes erklären. An den Handschellen, von denen der Herr Franzke gerade gesprochen hat, da sind Ihre Fingerabdrücke dran gefunden worden. Wie erklären Sie uns das? Ja, klar, die hatte ich ja beim Sex kurz in der Hand, weil er sich kurz überlegt hat, die zu benutzen. Aber dann hat er sich doch anders überlegt. Mit dir? Benutzen?
Ey, ihr habt doch gleich gesehen, dass sie voll das Mauerblümchen ist und nur auf dieses Blümchen-Sex steht. Ey, du warst doch an dem Abend voll wie ein Eimer und weißt überhaupt nicht mehr, was du gemacht hast und was nicht. Und deswegen laberst du auch so eine Scheiße über mich. Voll wie ein Eimer ist ein gutes Stichwort. Ihr BRK-Wert lag an dem Abend bei 2,3 Promille. Trinken Sie denn immer so heftig, Sophie? Naja, ab und zu mal. Aber an den Abend kann ich mich an unser Sex noch genau erinnern. Und als das passiert ist, war ich sowieso völlig klar im Kopf. Und dann, ich war auch froh, dass dann nachher jemand kaum mich losgebunden hat. Das Schlimmste, nachher stand auch noch die Partycrew vor meinem Bus. Und das Allerschlimmste war, durch die ganze Sachen und durch den Alkohol habe ich erstmal voll gekotzt. Da hat ein Partygast Handyfotos gemacht von der Situation. Kein schönes Bild, so stellt man sich den Partyboy nicht vor. Wegen dir Psychopathin ging es mir so danach. Herr Franzke, Sie haben vorhin selber gesagt, dass Sie die Person, die Sie mit dem Messer so zugerichtet hat, gar nicht erkannt haben. Das Messer wurde bei meiner Mandantin nicht gefunden. Und wie ich eben schon gesagt habe, gab es eine ganze Menge von Leuten und Personen, die nicht gut auf Sie zu sprechen waren an diesem Abend. Wieso denken Sie jetzt, dass meine Mandantin Ihnen das angetan hat? Ich denke es nicht. Ich weiß es. Und was ist mit Hakan Demir, der nur Zweiter im Partyboy-Contest geworden ist? Ich habe nichts damit zu tun, ja? Also es gibt zumindest 5 Zeugen. Ne? Er war mit 5 Freunden im Kino, das wissen die Frau Verteidigerin. Auch die hätten Sie beantragen können als Zeugen, wenn Sie es nicht glauben. Mhm. Ja, wenn die Freunde mal die Wahrheit sagen, ja? Was ist noch? Ja, dann holen Sie die her, wenn Sie es jetzt anzweifeln. Das interessiert mich im Moment nicht. Es gibt ja noch andere, die ein Motiv haben. Das stimmt ja. Und jetzt komme ich mal zu den angesprochenen Täterinnen. Was war denn mit Michaela Grewe? Die Gogo-Tänzerin. Die wollte doch die große Karriere an ihrer Seite starten. Ich glaube nicht, dass es Michaela war. Mhm. Oder Demir. Das war diese Psychotante. Was haben Sie denn zu Was gab es denn für ein Problem mit der Frau Grewe? Eben. Ja, ich wollte sie nicht als Gogo-Tänzerin bei mir. Warum? Warum? Ja. Weil er so kleine Mini-Titten hatte. Aha. Das ist halt nichts für mich. Da kann ich mir gut vorstellen, wie sauer Frau Grewe darauf reagiert hat, oder? Nach dieser Abfuhr hatte sie doch einen Grund, sich an Ihnen zu rächen. Ich glaube aber nicht, dass sie es war. Oder wie gesagt, Demir. Das ist 100% diese Psychotante gewesen. Gut, ich glaube, wir haben genug gehört von dem Zeugen. Ja. Oder gibt es noch sachliche Fragen? Nein. Nehmen Sie mal bitte den Platz, Sie bleiben unvereidigt. Svenja Busch, bitte. Frau Busch, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte den Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Svenja Busch, 20 Jahre alt, Sie wohnen in Grünig, Sie sind ledig, Studentin der Japanologie. Verwandt, verschwägert mit Angeklagten? Nein, ich kenne Sie nur von der Schaumparty in Grünig. Da arbeite ich manchmal, auch um mir mein Studium zu finanzieren. Und jetzt geht es heute um eine dieser Schaumpartys, und zwar um die vom 12. September. Da waren Sie auch da? Ja, da habe ich an der Theke gearbeitet, allerdings in einem Nachbarraum, an der Cocktailbar. Die Haupthalle nebenan, da war die Schaumparty. An dem Abend war bei mir an der Bar nicht viel los. Die Leute trinken doch lieber das billige Bier als die teuren Cocktails. Gerade jetzt, wenn wegen der Wirtschaftskrise sowieso niemand Geld hat. So um 21:45 ist mein Chef vorbeigekommen und hat mit Paul so einen witzigen Promotion-Clip gedreht. Ja, den haben wir uns gerade schon angesehen. Das ist lustig, oder? Ich finde, Paul ist echt ein witziger Typ und kann auch total verstehen, dass er der Partyboy geworden ist. Er sieht gut aus, macht Stimmung und wo er auftaucht, kommen viele Leute hin und trinken auch mehr. Und das ist natürlich wieder gut für den Umsatz. Ich raff echt nicht, wie überhaupt irgendjemand auf Paul stehen kann. Ach, seit wann das denn? An dem Abend bist du ihm doch auf Schritt und Tritt gefolgt und hast ihm ständig total verliebte Blicke zugeworfen. Nein? Doch. Ich meine, ist auch klar, wo Paul auftaucht, geht einfach die Sonne auf. Hey Mann, die Lady hat halt Geschmack. Dass sie an dem späteren Abend nicht mehr so gut auf ihn zu sprechen war, das hat man allerdings auch gemerkt. Woran haben Sie denn das gemerkt? Naja, so um 22:30 ist sie mit Paul in seinen VW-Bus abgehauen. Und plötzlich, vielleicht eine Stunde später, ist sie dann allein, völlig missgelaunt und beleidigt in die Bar zurückgekehrt. Ja, komm, ey, die Laune hatte ich, weil der Sex mit Paul so scheiße war. Sollte ich nach der Lache nochmal Luftsprünge machen, oder was? Hat denn die Angeklagte mit Ihnen gesprochen? Ja, sie hat 2 Schnäpse bei mir bestellt und die auch sofort auf Ex ausgetrunken. Dabei hat sie ständig auf die Plakate hinter mir an der Bar geschaut, wo Paul drauf abgebildet war und irgendwas gemurmelt wie blödes Arschloch, dir werde ich es noch zeigen. Naja, das ist hier das Plakat. Herr Franzke, sagen Sie mal kurz, Ihr Spruch ist das, ne? Sagen Sie noch mal kurz für uns. Fun und Party bringe ich. Check der Auto, Partyboy aus Grün nicht. Danke, genau. Das ist der Spruch. Und da haben Sie sich überlegt, Frau Forst, ich habe eine bessere Idee. Den münze ich um, den Spruch. Na? Und den Spruch, so wie Sie ihn gerne verstehen wollen, den haben wir hier lesen dürfen. Auf dem Rücken. So ein Schwachsinn, nein. Also, und Sie sagen, sie hat da dauernd auf dieses Plakat geguckt, gestarrt. Ich habe auch nicht auf das Poster gestarrt. Allerdings hast du das. Und es war sowas von klar, dass du mies drauf hast. Ich habe sie gefragt, was los ist, aber sie ist überhaupt nicht auf mich eingegangen, hat nur irgendwas in sich hineingegrunzt. Ich bin dann in den Nebenraum gegangen, um eine Kiste Saft zu holen. Und als ich wiederkam, war sie weg. Wissen Sie noch, wie viel Uhr es da war?
halb zwölf vielleicht? Ja, und dann bin ich gegangen. Ich hatte keinen Bock mehr auf den ganzen Mist und bin zur Jugendherberge gegangen. Ach, komisch, dass dann danach mein Obstmesser weg war. Michaela Greve, die Go-Go-Tänzerin, ist dann mittlerweile an die Bar gekommen und hat ein Caipirinha bei mir bestellt. Ich habe die Limetten aus dem Obstkorb genommen und wollte sie schneiden. Dabei habe ich eben feststellen müssen, dass das Messer gefehlt hat. Was haben Sie da immer für Messer im Obstkorb? Pink, also es ist pink und vielleicht... Solchen Messer? Genau. Und das hat gefehlt, weil Sie es rausgenommen haben, Frau Forst. Davon haben Sie mehrere, aber. Davon haben wir einige, genau. Also ich hatte dann auch keine Probleme, ein neues zu beschaffen. Schon aber klar. Das war aber Probleme hat dann dafür der Herr Franzke bekommen, ne? Weil die Zeuge, die Angeklagte mit dem Messer dann verschwunden ist, Richtung VW-Bus. Und zwar, als die Zeuge im Nebenraum war, Frau Forst. Nein, ich bin gegangen. Ich hatte echt keinen Bock mehr auf diese scheiß Party und bin zur Jugendherberge gegangen. Gleich nach meinen Drinks. Wann hatten Sie denn das Messer im Obstkorb zuvor das letzte Mal gesehen? Vielleicht 5 Minuten vorher. Da hat es eben noch beim Obst gelegen. Ich hatte es kurz zuvor auch noch abgewaschen. Christine hat es hundertprozentig genommen. Es passt alles so gut zusammen, wie vorher sie für Paul geschwärmt hat und dann so plötzlich so fertig war. Ich weiß doch, wie man aussieht, wenn man Liebeskummer hat. Frau Busch, ich denke, Sie übertreiben hier ganz massiv. Wieso sollte ich? Ich habe den ganzen Abend ganz klar und deutlich wahrgenommen. Im Gegensatz zu allen anderen war ich nämlich stocknüchtern. Das meine ich auch nicht. Sondern? Wenn man Sie so reden hört, dann kann man gar nicht anders als den Eindruck gewinnen, dass Sie total verschossen in den Partyboy sind. Wie bitte? Ja. Naja, ich frag's einfach mal, sind Sie verliebt in den Herrn Franzke? Nein. Okay, ich finde ihn vielleicht süß und auch irgendwie anziehend. Aber deswegen bin ich doch noch lange nicht in ihn verknallt oder so. Ich bin aber vom Gegenteil trotzdem überzeugt. Und deswegen meine ich auch, waren Sie an diesem Abend eifersüchtig auf meine Mandantin, die nämlich mit ihrem Idol, dem Partyboy, geschlafen hat. Und deswegen dramatisieren Sie ja auch die Sache mit dem Obstmesser und reden schlecht über meine Mandantin. Ich rede hier überhaupt nicht schlecht. Ich habe Christina Forst ganze 2 Mal an dem Abend gesehen. Vor dem Sex mit Paul und danach. Davor war sie die blühende Leidenschaft und das blühende Leben und danach die klagende Trauerweide. Man muss doch nur eins und eins zusammenzählen. Lasst mich doch in Ruhe mit euren ganzen dummen Beschuldigungen. Dich lasse ich erst in Ruhe, wenn du verknackt wärst für das, was du getan hast. Ja. Frau Busche, ich habe da noch eine ganz andere Frage. Wäre es auch möglich gewesen, dass Frau Michaela Greve sich das Obstmesser genommen hat? Theoretisch schon. Aber sie hatte an dem Abend so wenig an, wo hätte sie es denn verstecken sollen? Noch weiterfahren? Keine. Dankeschön, dann dürfen Sie Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Michaela Greve, bitteschön.